Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Serratus 1 Unboxing. Heute ist es wieder soweit, es gibt ein mega Unboxing Video. Ihr seht ja den riesigen Berg mit den Paketen. Ich packe jetzt alles aus und in den nächsten Videos zeige ich euch dann die einzelnen Sets. Jetzt geht es los mit dem ersten Päckchen. Das sieht nach Playmobil aus. Das ist das Set mit dem Sanitäter und dem Motorrad mit Blaulicht. Machen wir mal hier weiter. So, ein riesen Karton für ein kleines Set. Hier, das ist der Playmobil Römerangriff. Ich fand es so cool, das Set. Ich glaube, es hat 10 oder 11 Euro gekostet. Also es ist echt ein super Preis für 6 Figuren. Komplett mit Ausrüstung, mit Schwertern und Schildern. Also wirklich cool. Das wird ein tolles Unboxing. So, dann geht es hier weiter. Schon wieder was von Playmobil. Das ist der Ritter mit seiner Leuchtlanze. Fand ich auch richtig cool, das Set. Seine Lanze leuchtet. Da ist eine LED-Lampe verbaut. Und natürlich so ein Pferd dabei, so ein gruseliges. Und da ist noch was im Päckchen. Ausnahmsweise nicht vom Playmobil. Ich habe mal was von Lego bestellt. Den Feuerwehrwagen mit Leiter. Mit 2 Figuren. So, und jetzt sind wir schon wieder beim nächsten Paket. Das sind die Avengers-Figuren. Hier einmal der Falken. Dann geht es hier weiter mit Black Widow. Und hier haben wir den Winter Soldier. Und als letztes den Ant-Man mit Ameisen und einer, was ist es? Mit einem Projektilabschussteilgerät, wie auch immer. Es sieht so aus. Und weiter geht's. Oh, ist das süß. Olaf. In Sand. Vielleicht kennt ihr das ja. Knetsand. Magic Sand. Habt ihr eine Form dabei? So ein Ast als Haare, eine Karotte als Nase und da könnt ihr dann mit dem Sand einen Olaf bauen. So,
So, und was haben wir hier? Cool. Das Fire and Ice Game. Da habe ich euch ja schon mal Frosty vorgestellt. Dieser kleine Kollege hier. Der passt auch zu dem Set. Und das Set könnt ihr zu zweit spielen. Da kommen diese Eiskugeln und diese Feuerbällchen hier rein. Und die werden dann abgeschossen hier rüber. Aber das zeige ich euch in einem extra Video. So, das nächste Paket. Wahnsinn, wie viel Serratus 1 bestellt hat. Oh, da ist er endlich. Den habe ich mir schon so lange gewünscht. Der Geldtransporter von Playmobil. Ist doch ein Traumset mit zwei Figuren, mit Geldkoffern, ein Koffer voll mit Goldbarren und natürlich das Auto, das sieht mega cool aus. Richtig gesichert, gepanzert. So wird auch ein cooles Unboxing. Und keine Pause, weiter geht's mit dem nächsten Set. Das sieht doch mal gut aus. Da haben wir was Star Wars vom neuen Film, ein Set, Poe Dameron mit seinem Gleiter. Sieht so aus. Passt perfekt zu meinem zu meiner Luke Skywalker und Darth Vader Figur. Das ist ein ganz großes Set hier, ein großer Karton. Oh, könnt ihr schon sehen, Kinder. Sieht doch stark nach Playmobil aus. Boah, ist ja richtig groß. Das ist die Feuerwehrstation von Playmobil. Aber natürlich eine andere, nicht die, die ich schon mal vorgestellt habe. Die habe ich vor kurzem beim Einkaufen entdeckt, als ich bei Metro war. Und dann dachte ich, das ist ja ein wahnsinnig cooles Set. Gefällt mir richtig gut, die Feuerwehrstation. Und was ganz toll ist, da ist noch ein Feuerwehrwagen dabei, ein Löschwagen und drei Figuren. Echter Wahnsinn. Ein wirklich wunderschönes Set. So, jetzt muss ich die Kamera ein bisschen verstellen. Jetzt kommt das größte Set. Das kommt zum Schluss. Hier die Ägypter mit Feuerballiste, so ein Abschussgerät und drei Figuren. Passt perfekt zu dem Römerangriffstrupp. So, was Verpackungsmaterial. Hier ist noch ein kleines Set. Das ist ein Römer mit Balliste, so heißt dieses Abschussgerät. Und jetzt zum Schluss das größte Set. Das ist der Playmobil-Kran.
Den hatte ich auch schon lange auf meiner Wunschliste. Und da war gerade ein Angebot bei Toys R Us und dann habe ich es bestellt. Sieht doch super aus. Mit zwei Figuren. Der Kran lässt sich bis 64 cm Höhe ausziehen. Ein riesiger Fels dabei, den man gleich heben kann. Ja, und dann noch ein paar Kleinteile wie Schaufel und ein Schild. Puh, geschafft. Das war eine Menge zum Auspacken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch die Sets, die ich vorgestellt habe. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, empfehlt mich weiter, teilt die Videos und hinterlasst ganz viele Kommentare. Und in den nächsten Videos stelle ich dann die einzelnen Sets vor. Bis bald, euer Serratus 1.